Ausgezeichnet, dass du eingeschaltet hast. Wir schauen uns heute mal einen Monitor an aus der ASUS TUF Gaming Serie. Und zwar, wie du hier sehen kannst, den VG27AQL1A. Ein sehr, sehr schicker Gaming-Monitor im 27-Zoll-Format. Da gibt es natürlich sehr viel verschiedene. Und deswegen zeige ich euch heute mal exemplarisch diesen hier. In der Seitenkarte könnt ihr sehen, der hat hier eine Farbraumabdeckung von angegeben 130% sRGB. Ist schon mal sehr cool. Dann habt ihr bei dem Monitor weiterhin HDR400. Beim Paneltypen ein IPS-Panel. Das ist auch so ein bisschen was Besonderes bei dem Monitor. Viele Gaming-Monitore haben ja auch diese TN- bzw. VA-Paneele. Und ich finde, IPS-Paneele sind immer noch ein bisschen cooler. Aber die Besonderheit, wie ihr hier sehen könnt, dieses IPS-Panel ist ein sehr, sehr schnelles IPS-Panel mit 144 Hertz oder sogar einem Boost, wie ich gelesen habe, hier bis 170. Als Anschlüsse auf der Rückseite werden euch geboten 2 HDMI, ein DisplayPort sowie 2 USB 3.0. Also habt ihr hier auch ein ganz schickes, GEMA-mäßiges Design und verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Wir testen den heute mal, bauen den auf und ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Los geht's! So, dann schauen wir mal hier kurz in den Karton rein und bauen das Ganze auf, gucken auch, was für Kabel dabei sind. Und ein Blick in den Karton zeigt uns, was für Teile bzw. Anschlusskabel mit dabei sind. Ich würde sagen, das ist hier einfach nur ein ganz normales Standardanschlusskabel für DisplayPort. Ist natürlich auch besser als HDMI, überträgt mehr Daten. Und was könnt ihr noch beachten beim Aufbau von diesem ASUS Gaming Monitor? Also ich würde euch empfehlen, hier so eine weiche Unterlage zu nehmen. Legt da den Monitor vorsichtig ab, im Styropor entfernen. Und dann habt ihr unten den Standfuß, den bewegt ihr einmal rum. Und dann könnt ihr unten, zeige ich euch mal hier, diese Halterung ran machen. Der Mechanismus ist ein bisschen anders. Könnt ihr mit der Hand vorarretieren und dann hinterher noch mit dem Schraubenzieher festziehen. Und dann seid ihr soweit schon startklar. So, und ich habe für euch jetzt mal den ASUS TUF Gaming VG27AQL1A hier eine ganze Weile getestet. Auch mal verschiedene Spiele drauf gezockt und mal genau darauf geachtet, wie verhält sich das hier. Nochmal als Hinweis, ihr seht hier in der Seitenkarte die verschiedenen Zollgrößen, die beliebt sind, also 24, 27 und 32. Wir haben jetzt hier einen 27 Zoll Monitor, aber der hat die sogenannte WQHD-Auflösung. Ja, also ab 27 Zoll, könnt ihr euch merken, gibt es beides, 4K und WQHD. Das ist jetzt hier WQHD. Weiterer wichtiger Punkt beim Monitorkauf, auch unbedingt beachten, die Seitenverhältnisse. Seht ihr unten die Seitenverhältnisse. Da gibt es 16 zu 9, 21 zu 9 und 32 zu 9. Bei einem 32 zu 9 wäre es jetzt so, als hättet ihr zwei von diesen hier nebeneinander. Kann ich euch hier auch mal einblenden. Da hatte ich auch vor einer Weile mal den Samsung Odyssey gemacht. Ein ganz schickes Teil, aber natürlich auch teurer und mega groß. Aber wir bleiben heute mal bei dem Standardbildformat, denn es hat natürlich auch Vorteile, bei so einem Standardbildformat zu bleiben. Das Besondere bei dem ASUS TUF Gaming, den ich hier habe, diesem speziellen Modell, ist, dass er ein sogenanntes IPS-Panel hat. Und da hatte ich euch ja auch in Videos öfter schon mal gesagt, ihr seht hier an der Seite sind diese Paneltypen. Einmal Twisted Nematic, Vertical Alignment und IPS, also das In-Plane Switching. Finde ich IPS immer am schönsten, weil es einfach bessere Blickwinkelstabilität hat, meiner Meinung nach. Würde ich jetzt einfach hier mal so ein Game anmachen. Wie gesagt, ich habe den Monitor jetzt auf 120 Hertz eingestellt. Das reicht mir, weil ich blende euch hier an meiner Seite auch mal ein. Das sind die Daten meines Rechners. 6-Kern Xeon CPU mit 48 GB RAM und einer Radeon RX 580. Was aber, wenn ich hier mal in die Einstellung reinschaue, bei mir noch funktioniert. Ja, also entweder ich habe halt 60 Hertz 4K oder ich habe auf diesem System, wenn ihr die Daten beachtet, eine WQHD-Auflösung und dann kann ich natürlich auch mehr als 60 Hertz rendern und die Einstellung auch entsprechend hochstellen. Alles andere, ja, wenn ihr jetzt eine 4K-Auflösung habt und ihr wollt dann wirklich 120 Hertz oder mehr erreichen, dann müsst ihr auch wirklich im Fall beachten, umso höher die Auflösung und umso mehr Hertz, umso mehr Rechenleistung. Zieht das hier auch hier bei einer WQHD-Auflösung, würde ich noch sagen, habt ihr den Vorteil, dass ihr wegen der geringeren Auflösung, sage ich mal, die nicht 4K ist, trotzdem hier ganz gut die schnellen Frames rendern könnt. Und ihr seht, es ist wirklich, man merkt schon,
ob man hier 60 Frames hat oder 120 oder sogar mehr. Also was mir bei dem Monitor wirklich aufgefallen ist, sind die Farben. Die Schwarztöne sind wirklich sehr, sehr dunkel. Ich hoffe, man kann das hier auf dem Bild gut sehen. Es hat hier wirklich ein gutes Verhältnis zwischen hell und dunkel. Ich hatte, also Blickwinkelstabilität ist gut, weil es halt IPS ist. Und die Farben sind auch sehr schön. Also den Asus Monitor kann ich Leuten empfehlen, die einen Monitor haben wollen, der ein IPS-Panel hat, der sehr schnell ist und aber der jetzt auch nicht den Rechner so megamäßig schlaucht, weil ihr wisst alle, neue Grafikkarten sind, die Grafikkarten sind sehr, sehr teuer geworden, weil es da so einen gewissen Mangel gab. Und ja, Leute, das ist so mal mein Eindruck davon. Ich gebe euch jetzt noch mal einen Überblick im Fazit. Ausgezeichnet! Was ist also nun mein Fazit zu diesem Asus TUF Gaming mit dem superschnellen IPS-Panel? Ja, finde ich sehr, sehr cool, weil mir haben auch bei diesem Asus TUF Gaming hier die Farben sehr gut gefallen. Deswegen auf jeden Fall schon mal cool. WQHD-Auflösung könnt ihr euch überlegen. Für einige Leute wollen unbedingt 4K. Ich finde, WQHD ist eigentlich sehr, sehr gut, weil es halt auch die Rechenleistung schon, für mich ist das sehr angenehm. Und ich habe auch mal die Diskussion gehabt, jemand, den ich kannte, der wollte unbedingt immer nur 4K. Und dann hat er auch mal ein WQHD-Display ausprobiert und meinte, naja, okay, sieht auch sehr, sehr scharf aus. Also überlegt euch das gut, ob ihr wirklich 4K braucht oder ob WQHD auch für euch okay ist. Hier in diesem Fall ist es jetzt so, dass es halt ein wirklich sehr, sehr schnelles WQHD-Panel ist. Und deswegen, ja, eigentlich meiner Meinung nach Asus das hier sehr gut platziert hat. Ja, lasst mich mal wissen, was ihr noch so für Content sehen wollt, welche Monitore euch am meisten interessieren. Dann stelle ich die mal vor. Ich blende euch hier auch nochmal ein, meine Kanalseite. Da gibt es so eine Playlist mit Computermonitoren. Könnt ihr auch ganz viele weitere Monitore vergleichen, dass ihr vor dem Kauf einfach mal so die wichtigsten Größen, Seitenverhältnisse, Paneltypen ein bisschen näher kennt, um euch das dann auszusuchen. Toll, dass ihr eingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und weil du dir gerade eins meiner Videos angeschaut hast, kann ich auch einen Vergleich zu anderen Produkten interessieren, wie zum Beispiel diesem LG Ultra Wide 4K Monitor im 21:9 Seitenverhältnis, sagt man auch oft im Englischen Aspect Ratio dazu. Und ja, 21:9 Monitore bieten dir natürlich extra viel Platz, zum Beispiel für Gaming oder wie bei mir jetzt hier für den Videoschnitt. Und da habe ich auch verschiedene von diesen LG Monitoren auf meinem Kanal getestet. Bis dann!